Was geht, meine Freunde? Kobi Björn ist am Start. Nach dem 10x10 Ballhandling Workout folgt heute der 5x5 Layup Drill. Das Ding läuft auch ganz easy ab. Einfach von den gezeigten Korbleger-Varianten jeweils 5 Wiederholungen durchziehen. Aber wichtig, von beiden Seiten, also sowohl 5x links als auch 5x rechts. Wir starten an der Dreierlinie. Ihr werft euch den Ball auf den Flügel vor und fangt ihn wieder mit einem 1-2 Kontakt. Das heißt, ihr setzt erst den Innenfuß und dann den Außenfuß auf den Boden. Dadurch ist euer Standbein da, dass das näher an der Freiwurflinie steht. Nachdem wir gelandet sind, machen wir sofort ein Facing. Das heißt, der Körper wird so ausgerichtet, dass wir korbgefährlich sind. Aus der Position können wir direkt werfen, zum Korb ziehen oder den Ball weiterpassen. Das ist die ideale Ausgangsposition für jeden Move, weil wir uns einfach alle Optionen offen halten. Für den ersten Layup machen wir jetzt einfach einen Pump Fake oder Wurf Fake. Dadurch kriegen wir den Verteidiger aus dem Gleichgewicht. Und während der springt oder sich aufrichtet, ziehen wir an ihm vorbei für den Easy Layup. Nachdem das die erste Runde ist, könnt ihr den Layup auch locker ausführen. Wichtig ist, dass wir vor allem das Facing und den Fake richtig hinbekommen. Deshalb gucken wir uns das jetzt nochmal an. Also wir landen im 1-2 Kontakt mit den Zehenspitzen und dem Körper zum Korb gedreht. Ich sehe oft Jungs, die den Ball fangen und null Facing haben. Die stehen dann da mit gestreckten Beinen oder vollkommen weggedreht, versuchen aber trotzdem einen Wurf-Fake. Kein Verteidiger wird bei so einem Fake anbeißen, weil er sieht, dass unsere Füße einfach nicht für den Wurf bereit sind. Deshalb müssen wir uns konzentrieren und wirklich parallel landen, um die ideale Ausgangsposition zu haben. Dann glaubt der Verteidiger uns auch den Wurf-Fake, um zu kontrollieren, ob ihr wirklich in der richtigen Position steht. Versucht innerhalb der Übung immer mal wieder einfach aus eurem Wurf-Fake wirklich direkt zu werfen. Das ist genauso wichtig, denn wenn der Verteidiger an dieser Stelle in die Zone absinkt und uns den offenen Wurf anbietet, dann müssen wir den auch ohne zu zögern nehmen können. Deshalb kontrolliert euch da einfach mal selbst. Wie gesagt, die ersten 5 Layups sind einfache Korbleger über die Mitte, achtet einfach auf einen schnellen ersten Schritt und dass ihr euer Standbein nicht zu schnell bewegt. Der zweite Layup sieht folgendermaßen aus: Wir bleiben bei dem 1-2 Kontakt, Pump Faken, ziehen über die Mitte und machen dann einen Spin Move und schließen mit einem Power Move ab. Das hat folgenden Hintergrund: Wenn wir unseren Mann mit dem Fake wirklich schlagen, dann ist ja hinter ihm normalerweise nicht die Zone komplett offen. Da stehen vermutlich der gegnerische Center oder Power Forward und die kommen jetzt zu Hilfe. Wenn der Help-Verteidiger die Kamera ist, dann ziehen wir auf den Verteidiger zu, machen dann aber die schnelle Drehung um ihn herum und schließen ab. Das ist auch ziemlich basic, achtet dabei vor allem auf eure Schritte. Wir sehen das ja hier vom rechten Flügel, also wenn ihr in die Zone zieht, ist euer letztes Dribbling mit der linken Hand und das rechte Bein ist vorne. Sobald ihr den Ball in der Hand habt, dreht ihr euch über das rechte Bein, stoßt euch dabei auch richtig ab und dann landet ihr mit dem 1-2 Kontakt unter dem Korb und geht sofort hoch zum Layup. Das ist wirklich alles, was wir hier machen, über das rechte Bein drehen, den Ball festhalten und dann mit einem Power-Move hochgehen. Alles andere wären Schrittfehler, deshalb achtet darauf, dass ihr die Bewegung wirklich down habt. Macht es am Anfang langsam, ist hier total egal, Hauptsache ihr habt die Bewegung drin und dann könnt ihr mit der Zeit immer schneller werden. Davon auch 5 von jeder Seite. Jetzt haben wir schon ziemlich viel über die Fakes und die Schrittfolge geredet. Beim nächsten Move, dem dritten Layup im 5x5 Layup-Drill, gehen wir nicht mehr über die Mitte, sondern über die Baseline für den Reverse-Korbleger. Dabei ist es jetzt ganz wichtig, dass wir bei der Ballannahme mit einem Parallelstopp landen, also dass beide Beine gleichzeitig aufkommen, denn jetzt können wir uns unser Standbein aussuchen. Wir wählen für einen Zug über die Baseline natürlich das rechte Bein als Standbein, machen unser erstes Dribbling auf den linken Fuß und gehen dann zum Layup hoch. Wenn wir hier mit einem 1-2 Kontakt landen würden, dann müsste unser erstes Dribbling auf den rechten Fuß gehen, was keinen Zug zum Korb ermöglicht. Man muss dann erstmal justieren und kommt dann nicht wirklich zum Reverse Layup. Deshalb achtet hier bitte auf den Parallelstopp, damit sind wirklich alle Optionen gegeben und vor allem der Zug über die Baseline wird viel leichter. Der vierte Layup liegt mir persönlich überhaupt nicht, ich habe wirklich nie Floater trainiert, deshalb sehen die hier auch ziemlich wackelig aus. Ihr wisst ja, dass ich lange verletzt war und mich gerade durch diese Trainingsvideos auch wieder so ein bisschen in Form spielen will, deshalb sorry für die nicht so professionelle Ausführung, aber Floater sind halt wichtig, vor allem um gegen große Gegenspieler in der Zone zu punkten, deshalb nehmen wir das Ding auch auf jeden Fall mit auf ins Programm. Wichtig ist, dass wir eben nicht ganz bis zum Brett gehen, sondern uns vorstellen, dass die Zone so vollgepackt ist, dass wir über die Center drüber werfen müssen. Deshalb versuchen wir ungefähr an der gestrichelten Linie so 1-2 Meter vor dem Korb abzustoppen und mit einer geraden Bewegung nach oben den Floater einzuleiten. Versucht dabei wirklich vor allem nach oben zu springen, um genug Momentum für den Wurf zu bekommen. Ich springe hier eigentlich immer viel zu weit vor, muss also selbst noch an meinem Floater arbeiten. Der fünfte und letzte Layup ist dagegen
dagegen wieder leichter. Wir fangen den Ball mit einem Parallelstopp, gehen über die Baseline und packen dann wieder den Spin-Move aus. Das ist die gleiche Ausführung wie bei Layup Nummer 2, nur auf einer anderen Stelle des Feldes. Wir schlagen wieder unseren Verteidiger, gehen über die Baseline und nehmen halt auch hier an, dass der jeweilige Center wieder zu Hilfe kommt. Wir gehen also mit einem Spin-Move am Center vorbei und schießen dann das Ding rein. Dabei könnt ihr entweder einen Layup oder einen Jump-Hook machen. Schließt einfach so ab, wie es für euch am besten passt. Das Wichtige ist halt der schnelle Spin-Move um den Helpside-Verteidiger herum. Die Schritte dafür habe ich ja schon bei Layup Nummer 2 erklärt, also probiert es einfach aus. Macht die Drills zu Beginn wirklich in eurem Tempo. Für solche Spin-Moves und Pump-Fakes braucht man einfach eine gewisse Zeit. Und dafür ist der 5x5 Layup-Drill gedacht. Jeweils 5 Layups, davon 5 Treffer und natürlich von beiden Seiten. Macht das Ding so oft es geht, vor oder nach dem Training, vor dem Spiel, in der Halbzeit. Je nachdem, wann ihr Zeit habt, kann man wirklich immer gut einbauen. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Wie beim 10x10 Dribbling Drill will ich mich auch hier nochmal für die Unterstützung von euch allen bedanken. Durch euch konnte ich mir eine Halle klären und endlich mal einen vernünftigen Ball kaufen. Also vielen Dank dafür, Männer. Ich bin bald wieder in der Halle. Wenn ihr also Vorschläge für bestimmte Trainingsvideos habt, dann haut die immer gerne in die Kommentare, sowie auch jegliches anderes Feedback. Ich freue mich wirklich immer über den Austausch mit euch und über eure Themenvorschläge. Das war es jetzt leider schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr Basketball-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.